Liebe Schwestern und Brüder, nachdem wir nun ausführlich über die Regionalbischöfe in unserer Landeskirche gesprochen haben und jeder von seinen Kenntnissen ja auch ausgehen konnte, kommt der Bericht, was wir eigentlich machen. Das Bruder Hackbeil, ein bisschen Spotlight. Bruder Hackbeil, nicht Stabenow. Ich bin im Spotlight, hoffentlich nicht voller Spott. Also, liebe Schwestern und Brüder, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Im ersten Korintherbrief beschreibt Paulus im dritten Kapitel das Wirken verschiedener Apostel in der Gemeinde. Alle üben nacheinander geistliche Leitung aus. Jeder hält seine Position für die entscheidende. Paulus stellt ein Bild dagegen, um zu zeigen, wie jeder Apostel auf dem anderen gut aufbauen kann. Christoph, kannst du deine Kamera bitte einstellen? Wir sehen nur ein starres Bild von dir. Okay. So, jetzt seht ihr mich, oder? Jawohl. Also, nein, noch nicht zu sehen. Ich mache trotzdem weiter. Also, die Gemeinde als Gottes Bau. Wir haben ja das Bild von dem Leib und den Gliedern schon, haben wir schon gehört. Gott baut mit seinem Geist Gemeinde, indem er alle auf das Fundament des Baus weist, Jesus Christus. Das Aufbauen auf Jesus Christus ist der Kern geistlicher Leitung. Das Ausbauen der eigenen Position auf Kosten anderer dagegen wirkt ungeistlich. Wenn ich hier über den Dienst eines Regionalbischofs und über unseren Propst Sprengel berichte, dann möchte ich darauf schauen, wie in der Leitung der Kirche ein Dienst zum anderen passt. Das ist mir ein echtes Anliegen. Wenn sich alles fügt, dann entsteht die Gewissheit, in ein geistliches Gemeinschaftswerk eingebunden zu sein. Und deshalb sehe ich nur auf diesen einen Punkt vor allem den Dienst des Regionalbischofs als integrativen. Wir brauchen einander, das klingt trivial, ich kann es aber nicht hoch genug einschätzen. Wenn im Bischofskonvent, in der gemeinsamen Beratung, in der Landeskirche oder eben hier in der Landessynode verschiedene Sichtweisen geschwisterlich zusammengelegt wurden und ich die anderen dann auch als Korrektiv für mich verstehen konnte. Auch in der Zusammenarbeit mit den SuperintendentInnen lag in diesem wertschätzenden Ergänzen ein Schlüssel, zum Beispiel in Situationen, in denen wir schwierige Konflikte gemeinsam bearbeitet haben. Die Verfassung der EKM, und das ist alten und neuen Synodalen immer mal wieder in Erinnerung zu rufen, ist vom Ansatz der Organintegration geprägt. Landesbischof mit den Regionalbischöfen, das Landeskirchenamt, die Landessynode sind integriert in der Arbeit des Landeskirchenrates. Dahinter steht der Gedanke, dass kein Organ über dem anderen steht. In der Praxis war das mitunter schwierig. Das Denken in Zuständigkeiten kann Modelle einer gemeinsamen Lösungssuche behindern. Wo diese aber gelang, wirkten die erarbeiteten Lösungen nachhaltig. Und da weise ich als Beispiel mal auf den Prozess des Diakonates hin. Letztendlich haben wir gemeinsam ein sehr modernes Diakongesetz schaffen können und haben jetzt auch neue Diakone ausgebildet in der EKM. Und es ist ganz schön, dass im neuen Landeskirchenrat auch zwei Diakone nun sind. In der Überzeugung, dass wir aufeinander angewiesen sind und einander auch gut ergänzen können, sehe ich meinen Dienst als Propst als integrierenden Dienst. Und dieses integrieren zu können, ist ein echtes Privileg, weil es den Überblick voraussetzt. Das Feld, in dem ich Erfahrungen sammeln konnte, ist sehr groß. Es erstreckt sich über 7 Kirchenkreise. Es ging zuerst um Gemeinde und Mitarbeitende in ihrer Individualität, aber dann um Bildung, Verwaltung, Diakonie, Ökumene, Medien, Kunst,
Gebäude, Landwirtschaft, Kommunen, Umwelt, Jugendarbeit. Das blieb bis heute spannend und es ergab sich so ein breiter Überblick. Ein integrativer Dienst bedeutet permanent zur Kommunikation anhalten, selbst im Kontakt sein, Kritik anhören und weitergeben, zum Miteinander ermutigen. Integration fördert das, was sich sucht und holt zurück, was auseinanderläuft. Unablässig ist es nötig, Informationen zu vermitteln zwischen Gemeinden und Landeskirche, zwischen den Kirchenkreisen, zwischen Diakonie und verfasster Kirche. Wenn sich dann etwas gut fügt, ist das Grund für ein Halleluja. Und dass es manchmal besondere Weisen gibt, wie sich etwas fügt, da entdeckte ich dann manchmal auch den Humor des lieben Gottes. Nun zu unserem Propstsprengel. Der weist Strukturunterschiede auf, wie überall. Um Ihnen die Notwendigkeit dieser integrativen Aufgabe noch stärker zu beleuchten, gebe ich Ihnen einige Informationen über den Propstsprengel Stendal-Magdeburg. In den Kirchenkreisen Salzwedel, Stendal, Elbe, Fleming, Magdeburg, Haldensleben, Wollmerstedt, Egeln und Halberstadt leben 123.884 Gemeindeglieder in 367 Gemeinden oder Kirchengemeindeverbänden. Der Stellenplan sieht in den 7 Kirchenkreisen 184 Stellen im Verkündigungsdienst vor. Hinzu kommen die Stellen, die in der Seelsorge oder im Religionsunterricht fremdfinanziert sind. Mit der Zahl von ca. 200 Mitarbeitenden bewegt sich mein Verantwortungsbereich in dem Rahmen, den es schon 1947 gab. Damals war ein Propst für ca. 200 Pfarrer zuständig, nur dass es in meinem Bereich 3 Propsteien gab. Das Amt wurde also seither an eine bestimmte Betreuungsspanne angepasst. Sie erinnern sich, dass solche Argumente vorhin auch schon auftauchten. Die Kirchenkreise im Propstsprengel weisen aber erhebliche Unterschiede auf. 2 ländliche Kirchenkreise haben nur ca. 12.000 Gemeindeglieder und dafür einen Stellenplan von ca. 20 Mitarbeitenden. Der größte Kirchenkreis hat ca. 21.500 Gemeindeglieder. Den habe vor langen Jahren ich auch einmal leiten dürfen. Da waren es noch 35.000 Gemeindeglieder. Das war Halberstadt. Auch die Finanzausstattung ist sehr unterschiedlich. Der Kreisanteil für allgemeine Aufgaben der Kreiskirchenkasse, also mit dem der Kirchenkreis auch die eigene Arbeit wirklich gestalten kann, liegt zwischen 621.791,95 und nur 286.179,27 €. Die Zahlen zeigen große Unterschiede zwischen Gemeinden und Kirchenkreise. Hinter ihnen steht auch ein sozialräumliches Gefälle. Es ist die große Herausforderung der EKM, das gilt nun für Sie alle, von Anfang an gewesen, mit Ungleichzeitigkeiten zu leben. Denn neben strukturellen Unterschieden laufen auch Prozesse des Aufbruchs und des Abbaus nebeneinander. Die Lebendigkeit in einem Ort steht neben der Müdigkeit im nächsten. Volkskirchliche Strukturen leben wenige Kilometer neben stark säkularisierten Regionen. Damit umzugehen, erfordert gerade in Krisenzeiten flache Hierarchien, da schließe ich mich Vorrednern der Diskussion an, und viel Eigenverantwortlichkeit vor Ort. Deshalb besteht schon in den Kirchenkreisen die starke Notwendigkeit, diese Unterschiede der Kirchengemeinden zu integrieren. Die Kirchenkreise in ihrer hohen Eigenverantwortung wie in ihrer Unterschiedlichkeit sind aber selbst Symptomträger für die Ungleichzeitigkeiten in unserer Landeskirche. Hier steht wieder das Thema Integration. Oder sagen wir, ich besser Inklusion, das ist ja moderner, weil man dann davon ausgeht, dass jeder einen eigenen Antrieb haben muss, sich zu ergänzen, sich einzubringen und man das nur ermöglicht. Den Bezugsrahmen sehe ich dafür gut in einem Propstsprengel. Was die Menschen in der Leitung von Kirchenkreisen und ich als Propst damit gemeinsam gemacht haben, das lag ja in unseren Händen. Meine Meinung war nie, dass es heilsam wäre, etwas zentralistisch zu steuern. Behaupten möchte ich aber, dass wir in unserem Propstsprengel der Aufgabe, an einem offenen und vertrauensvollen Miteinander zu bauen, uns redlich gewidmet haben. Darum
finde ich es nun besser, dass neben mir auch zwei Superintendenten zu Wort kommen, und zwar aus den benachbarten, aber sehr verschiedenen Kirchenkreisen Magdeburg und Egeln. Natürlich hätte ich auch zwei Präsiden ins Gespräch bringen können, aber die Superintendenten standen mir jetzt aus Zeitgründen schneller zur Verfügung. Ich hoffe, dass Sie in den nächsten Minuten etwas davon spüren, dass unsere Kirchenkreise sehr fröhlich und selbstbewusst unterwegs sind, aber durchaus verstanden haben, worin sie sich auch als Ergänzung brauchen. Und in mir, der ich die beiden moderiere, finden Sie vielleicht auch etwas authentisch von meiner Rolle, wie ich sie verstanden habe. In Klammern, dazu gehört immer ein Stück Demut, und dann kann man mit starken Partnern auch gut umgehen, nämlich zu moderieren und zu begleiten. Und nach dem Filmchen wird dann Propst Stavenow mit seinem Berichtsteil fortsetzen. Nun bitte ich, den Bildschirm teilen zu dürfen. Hallo, bitte die Leitung der Sitzung. Das kam jetzt zu überraschend. Du weißt, die waren aber vorbereitet. Nein, aber es wird schon passieren. Gut. Jetzt muss es gehen. Ist das die alte Frage zwischen Sein und Sollen? Nee, halt. So, ist jetzt der Film zu sehen? Ja, aber er läuft doch nicht. Okay, das ist sehr schön. Halt, ich muss noch einen Ton freigeben. Das beschert uns den Anblick, wie er die Maske immer auf- und absetzt. Das ist sehr nett. Frau André, Sie sind jetzt können Sie mir sagen, ob der Ton zu hören war? Ich habe nichts gehört, nee. Okay. Nochmal anmachen. Sie müssen, bevor Sie das öffnen, den Ton anmachen. Sie müssen nochmal rausgehen und wenn das ganz am Anfang Sie reingehen, den Ton anstellen. Okay. Nicht mehr teilen. Genau, und wenn Sie jetzt unten auch teilen. Ah, genau, jetzt habe ich das. Oh, Stress, Leute. Ja, liebe Schwestern und Brüder in der Landessynode. Also es tönt. Ein Gespräch ein, um etwas lebendig werden zu lassen davon, wie das Miteinander der Kirchenkreise in den Propsteien aussieht. Und dazu begrüße ich Stefan Höhn aus Magdeburg und Matthias Porzelle aus dem Kirchenkreis Egeln. Das sind zwei benachbarte Kirchenkreise. Ein Stadtkirchenkreis und ein ländlich geprägter Kirchenkreis. Wie würdet ihr jetzt so die Stärke eurer Kirchenkreise beschreiben? Stefan, wenn du beginnen möchtest. Ja, in Magdeburg, mir macht Freude, dass man immer wieder neue Menschen trifft, vor allem im ehrenamtlichen Bereich. Kommen auch immer wieder welche nach, neu in die Gemeindekirchenräte, in die Chöre, Teamer bei den Konfirmanden. Wir sind sehr vielfältig und breit aufgestellt. Es gibt so gerade im gottesdienstlichen Bereich vom Lobpreisgottesdienst bis hin zum Kunstgottesdienst eine ganze Bandbreite. Und vielleicht ist auch eine Stärke, dass wir nicht so viele Kirchtürme haben und dadurch die Möglichkeit, auch im baulichen Bereich Schwerpunkte zu setzen.
Ein Schwerpunkt ist die seelsorgerliche Arbeit in der Notfallseelsorge, Telefonseelsorge, Polizeiseelsorge, Krankenhausseelsorge, bis hin aber auch zur Arbeit im evangelischen Hochschulbeirat und der Studierendengemeinde. Das ist aber dann vielleicht auch ein Punkt, wo es um Ergänzungen geht, jetzt des Kirchenkreises Magdeburg mit anderen Kirchenkreisen gemeinsam. Und dann ist das Thema Seelsorge. Ich kann mir gut vorstellen, dass man sich gegenseitig unterstützt, gerade wenn Schwerpunkte sind. Polizeiseelsorge ist so ein Beispiel, wo eine gemeinsame Finanzierung der Kirchenkreise Stendal ausgenommen, aber die anderen Kirchenkreise der Propstei, wir finanzieren gemeinsam die Polizeiseelsorge im nördlichen Bereich von Sachsen-Anhalt mit Sitz in Magdeburg. Aber auch ansonsten, denke ich, sind wir darauf angewiesen, dass wir das, was uns stärken kann, miteinander ausbauen, zum Beispiel im diakonischen Bereich eine Zusammenarbeit, die Fortbildung von Ehrenamtlichen im Bereich Kirchenmusik oder auch bei der Lektorenausbildung. Positive Erfahrungen gibt es auch. Ich denke an Kirchentag auf dem Weg 2017 in Magdeburg. Das war auch so eine regionale Erfahrung, wo wir viel zusammen gemacht haben. Das muss ich sagen. Sowas kann man auch nach vorne denken. Ja, wie seht ihr das jetzt sozusagen aus der Börde-Perspektive? Ihr müsst nicht nur nach Magdeburg gucken, ihr habt ja auch die eigenen Stärken in euren Gemeinden. Ja, im Gegensatz zu Magdeburg haben wir relativ viele Kirchtürme. Vor einigen Jahren haben wir ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Titel Segen auf weitem Land und haben alle Kirchen vorgestellt. Eigentlich müsste es dazu jetzt einen zweiten Teil geben, an dem arbeiten wir auch gerade, wo nicht die Kirchen, sondern die Menschen im Mittelpunkt stehen. Denn das ist eigentlich die Stärke auch in unserem ländlichen Kirchenkreis, so wie du es gerade beschrieben hast aus Magdeburg, dass Menschen da sind, die in den Gemeinden sich engagieren, in teilweise sehr kleinen Gemeinden, aber doch eben trotzdem rege Aktivitäten entfalten, aber auch über den Kirchturm hinausblicken und sich einbringen in den Kirchenkreis. Das erlebe ich seit vielen Jahren, dass das tatsächlich immer wieder neu passiert, dass Menschen neu auf einmal da sind und sich einbringen. Und das ist eine große Stärke auch im ländlichen Bereich. Und davon leben wir auch im Kirchenkreis Egel. Ja, und nun auch die Frage nach der Ergänzung durch andere benachbarte Kirchenkreise oder so in der kollegialen Beratung mit anderen zu benennen, auch was sind da so die Themen? Also Stefan hat ja viele schon angesprochen, was uns gemeinsam auch betrifft, dass wir also bestimmte Dinge ergänzen, die Polizeiseelsorge zum Beispiel, aber auch Fortbildungsmöglichkeiten. Wir haben bei uns ein Kompetenzzentrum für Orgel und Harmonium, wo Menschen sich weiterbilden lassen können, um das Harmoniumspiel oder Orgelspiel zu lernen. Wir zwei haben vor einigen Jahren mal einen gemeinsamen Erntedankgottesdienst verantwortet. Landeserntedankgottesdienst. Wir haben nämlich auch einen Erntebetgottesdienst im Kirchenkreis, den wir kirchenkreisweise bestreiten und deswegen, das war aber ein Erntedankgottesdienst beim Landeserntedankfest. Mhm. Und wir haben eine Predigt gehalten, Stefan aus der Perspektive der Stadt, ich aus der Perspektive des Landes. Eine schöne Ergänzung, wo auch deutlich wurde, was Stadt und Land einzubringen haben. Ich hatte nun über viele Jahre, fast 12 Jahre, das Glück, in so einem Konzert von selbstbewussten Kirchenkreisen als Propst wirken zu können. Ich fand das eigentlich sehr herausfordernd, das Gespräch unter euch zu moderieren. Aber es war eine schöne Aufgabe und ich sehe da besonders auf das Miteinander im Frauenkonvent, wo also die Suhrendenten aus den 7 Kirchenkreisen meines Propstsprengels plus die Schulbeauftragte zusammen sind. Und da wollte ich auch nochmal nachfragen, wie ihr sozusagen die Arbeit im Frauenkonvent erlebt habt und was habt und was euch da sozusagen die wichtigsten Punkte sind. Also bitte. Also für mich war der überraschendste Gedanke am Anfang, dass wir mit regelmäßigen Bierarbeit beginnen und auf einer Mahlfeier. Das kannte ich aus den Konventen hier in den Kirchenkreisen
bisher nicht. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil das eine Gemeinschaft ist, die uns sehr hilft, auch die sachlichen Fragen dann im Anschluss miteinander zu besprechen, dass wir uns erst einmal wirklich intensiv unter dem Bock versammeln und auch miteinander mal halten. Und ich glaube, ansonsten ist der kollegiale Austausch wirklich ein ganz entscheidender Punkt, der uns auch weiterbringt und auch die Möglichkeit, sich persönlich zu beraten. Es gibt auch eine Supervisionsrunde, die sich aus dem Forenkonvent heraus bildet oder gebildet hat und sich regelmäßig trifft, um einfach auch bestimmte Dinge gemeinsam zu besprechen und sich zu beraten. Das empfinde ich als sehr hilfreich. Sehr, Stefan. Also, wenn ich sonntags Gottesdienst habe vor dem Forenkonvent, dann freue ich mich immer schon, weil die Bibelarbeit in der Regel zum Predigtext gemacht wird und das ist ein richtig guter Austausch und beflügelt die Predigtvorbereitung so. Das ist einfach schön. Und zum anderen ist auch tatsächlich so, dass wir privat und freundschaftlich vielfach miteinander zusammen sind. Also da freue ich mich auch, zum Reformkonvent zu fahren. Ich denke, das ist ein Ausdruck dafür, dass wir sehr vertraut auch miteinander sind und umgehen. Und das ist, denke ich, eine gute Basis, um auch die Fragen dann anzusprechen, die notwendig sind. Wir müssen ja auch mal Konflikte präventiv bearbeiten, zu sagen, wo ist es mit Finanzen, mit Personal vielleicht schwierig. Und da so eine tragfähige Basis zu haben, sowohl geistlich, aber durchaus eben auch persönlich, das ist für mich so das Empfehlende vor dem Konvent. Also ich bin dankbar, dass das so gewachsen ist. Und mir ist jetzt im Gespräch wirklich nochmal mit euch deutlich geworden, wie wichtig es ist, aufeinander von der Seite auch der Stärken oder sagen wir es theologisch besser, von der Seite der Gaben zu schauen. Also nicht sich auszutauschen über die Defizite und auch den Blick aufeinander zu haben, jetzt nicht von den Defiziten her, sondern von dem, was an anvertrauten Gütern und Sachen in den Kirchenkreisen auch geistlich da ist und um sich davon auch Anteil zu geben. Also ich denke auch, was uns alle auch beschäftigt hat, Landesgartenschau in Burg, wie schön war das, wenn ich jetzt an Ute denke, wie Sie oder Ute Merz, die Superintendentin, da beseelt war, welche tolle Arbeit kirchlicherseits, ökumenisch auf der Landesgartenschau stattfand. Das bringt mich jetzt nochmal zu dem abschließenden Gedanken oder der abschließenden Frage, was dieses Miteinander mit eurer Vorstellung zu tun hat, wie Kirche geistlich geleitet wird? Oder was entspricht da eurem Bild? Oder wie könnt ihr das einbringen, Kirche geistlich zu leiten, einen Kirchenkreis oder eine Region geistlich zu leiten? Dann fange ich nicht mal an. Du fängst mal an. Also mir sind zwei Dinge wichtig. Zum einen, wir haben es mit vielen Individualisten zu tun und ich möchte gern den Individuellen auf der individuellen Verantwortung und Kreativität Raum geben, auf der einen Seite. Und dann haben wir Leute, die sind eher Mannschaftsspieler und die brauchen ein gutes Team. Und das jeweils zu ermöglichen, ist mir wichtig und zugleich jedem zuzumuten, dass er auch in, sozusagen den anderen Acker beflügt, sodass er also in diese Wechselbeziehung geht. Und ich denke, das ist so geistlich sozusagen die Freiheit, die wir von Christus geschenkt haben, zu haben und zu nutzen, aber zugleich die Einigkeit untereinander zu wahren. Also so Teamgeist und Freiheit, das sind so für mich die zwei geistlichen Begriffe, die ich immer wieder auch ins Spiel bringen möchte. Also das Stichwort ermöglichen nehme ich gerne auf. Ermöglicher sein halte ich auch für einen wichtigen Punkt, dabei wirklich ein ehrlicher Haut zu sein, auch gegenüber allen Mitarbeitenden und den Menschen, auch verbindlich zu sein, das heißt ein verlässlicher Partner zu sein, Stärken zu stärken, nicht Stärken zu schwächen oder nicht auf Schwächen zu gucken und das zum Maßstab zu machen, sondern Stärken zu stärken und in allem immer von der Frage bewegt zu sein, was würde Jesus dazu sagen? So, Anna, Martin Niemöller, ist mir eine wichtige Frage, die mich begleitet und von der ich denke, dass sie uns gut tut, wenn wir sie gemeinschaftlich bewegen, als Konvent, als Menschen, die im Kirchenkreis aktiv sind, aber auch für mein Leitungshandeln, was würde Jesus dazu sagen?
Ja, liebe Schwestern und Brüder, jetzt bin ich mit meiner Runde durch und würde an Christian Stavenow weitergeben. Du musst das Mikro noch einschalten. Ich höre nichts. Nochmal bitte, aber mit Ton dann, danke. Also ja, ich bin jetzt mit meinem Teil durch und gebe an Christian Stavenow weiter. Ja. Dankeschön, liebe Schwestern und Brüder, Hohe Synode. Ich bin jetzt in einer Situation, die ein bisschen auf die Zeit schauen sollte oder müsste und würde mein Manuskript Ihnen so zur Kenntnis geben. Und das Manuskript beschreibt sehr viel stärker den Dienst, den ich als Propst tue und wie ich ihn tue. Und das kann man gut nachlesen, das muss ich Ihnen jetzt nicht vortragen. Ich würde Ihnen aber gern das vortragen, was für unsere Propstei von Bedeutung ist und einen kleinen Blick hineingeben in unsere Situation. Also der Propstsprengel Eisenach Erfurt bildet sich aus den Kirchenkreisen und ich habe jetzt mal von Ost nach West aufgelistet, Bad Frankenhausen, Sondershausen, Erfurt, Südharz, Gotha, Waltershausen, Ortruf, Mühlhausen und Eisenach Gerstungen. Wir sind gut 250 Mitarbeitende im Verkündigungsdienst, davon 150 Pfarrerinnen und Pfarrer, 70 Gemeindepädagoginnen und Diakone, 40 Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Es ist Lutherland mit dem Augustinerkloster in Erfurt und dem Lutherhaus in Eisenach und der Wartburg. Gerade jetzt sind 500 Jahre Ankunft Martin Luthers auf der Wartburg zu feiern mit einem anschließenden Festjahr sozusagen, in dem wir der Übersetzung des Neuen Testamentes gedenken. Und es ist Münsterland mit Altstädt, Mühlhausen und Bad Frankenhausen. Und auch hier wird es ein Jubiläum geben, 1525, das traurige Jubiläum des Bauernkrieges. Und es ist Heimat Johann Sebastian Bachs mit dem Geburtsort in Eisenach. All das prägt unsere Propstei. Neben den 138 Pfarrbereichen gibt es die evangelischen Schulen. Und ich habe die Zeit nicht, die alle fröhlich aufzuzählen. Kindertagesstätten, Tagungshäuser. Das ist auch ein besonderes Zeichen dieser Propstei, dass 4 Tagungshäuser in unserem Bereich liegen. 2 Kommunitäten mit Volkenroda und Siloer, den CVM, Diakonischen Einrichtung, Werken. Natürlich auch das Landeskirchenamt ist in meiner Propstei. Und wir haben auch ökumenische Kontakte, besonders die zur Kondodiözese in Tansania und auch zur Lutherischen Kirche in Finnland. Über diese innerkirchlichen Fragen hinaus gibt es natürlich auch die Beziehungen zu Politik und Öffentlichkeit. Wir haben gerade in dem Jahr der Flüchtlingskrise in Erfurt uns sehr stark beteiligt in einem großen Bündnis mitmenschlich in Thüringen und haben mit vielen Trägern zusammen natürlich auch über die Propstei hinaus gearbeitet. Was mir auffällig ist und was ganz wichtig ist, dass alle diese Arbeitsbereiche eine große Eigenständigkeit, Selbstständigkeit haben, auch zusammen gemeinsam mit den vielen Mitarbeitenden und Mitarbeitern, die eigens wirksam sind und als Propst bin ich in vielen Begleiter nicht so sehr oft Akteur, aber immer jemand, der hinhört, zuhört, mitwirkt in irgendeiner Weise. Manchmal darf ich auch meine Grenzen spüren und Horizonterweiterung, manchmal aber auch einen guten Rat geben. Wir bleiben in unserer Propstei miteinander auf dem Weg und für mich ist der Dienst jetzt in der Pandemie quasi wie ein Vogel, dem die Flügel gestutzt sind, aber sonst auf den Rädern zu besuchen, Mitarbeitende kennenzulernen. Ich habe es vom Anfang an so gehalten, dass ich möglichst alle besucht habe, auch wenn es keinen konkreten Anlass gab, anlasslos. Nicht erst zu kommen, wenn irgendeine Not drängt. Und ich war in Pfarrhäusern, ich war in Kirchen, wir waren miteinander unterwegs. Ich habe zuhören dürfen, viel Biografisches erfahren, Persönliches, Dienstliches, miteinander auch zu beten. Das war alles sehr wichtig. Mir fiel auf,
Und das ist ein besonderes Zeichen, denke ich, unserer Mitarbeiterschaft, dass sie in einer wunderbaren und großartigen Weise fleißig ist und auch leidenswillig und fähig. Ich habe sehr wenig Klagen gehört in diesen persönlichen Besuchen, anders als es manchmal auf Podien ist. Und habe da auch die Sorge, dass viele Lasten still und leise getragen werden. Und wir wollen sehr darauf achten, dass unsere Mitarbeitenden nicht einsam werden und nicht schweigsam und dass sie nicht ohne aussichtsreiche Perspektiven bleiben, dass sie auch Rückzugsräume haben, dass sie ihren Urlaub nutzen und dass nicht Zahlen zum Maßstab des Erfolgs werden. Das ist gar nicht so einfach, miteinander auf dem Weg zu sein. Als seelsorgerlicher Dienst gehört da das Trösten. Ich möchte das neutestamentliche Wort in den Vordergrund rücken, Parakalein, trösten, ermuntern, ermahnen, beistehen. Es ist ja auch das Wort für den Parakleten, den Beistand, den Heiligen Geist. Der Verkündigungsdienst ist für mich eine besondere, schöne Aufgabe. Da bin ich ganz Pfarrer und da liegt auch die Nähe des Probstdienstes zum Pfarrdienst, dass man viel predigen darf, viel Gottesdienst halten, miteinander unterwegs zu sein. Und ich bin da sehr dankbar, dass die Kirchengemeinden die Kanzel bieten. Also keine eigene Verantwortung für eine Kirche. Man muss nicht die Kerzen anzünden. Man findet geschmückte Gottesdiensträume, meistens auch einen kirchenmusikalisch vorbereiteten Gottesdienst. Das ist etwas Wunderbares. Wir dürfen mit den Gemeinden unterwegs sein, die Feste feiern. Das ist ein großes Vorrecht als Propst. Und da fiel mir auch das wunderbare Psalmwort ein. Daran will ich denken, wie ich einherzog, großer Schar, mit ihnen zu wallen, zum Hause Gottes mit Frohlocken und danken. Das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, die Gemeinden bieten die Kanzel. Das ist eine hohe Ehre und ein großes Vorrecht. Und dabei sich zu erfreuen, dass das Wort nicht leer zurückkommt. Erstmal froh, Anteil an dieser Verheißung zu haben. Resonanzen erfreuen. Oft erlebe ich auch ein dankbares Wort, aber ich habe auch schon niederschmetternde Kritik bekommen. Nicht zu schweigen von dem, was wir gehört und gesehen haben, das gehört auch zu dem Verkündigungsdienst dazu. Und das darf auch eine besondere Aufgabe sein, als Regionalbischöfe mitunter die großen Anlässe zu begleiten, wenn der Landesbischof die nicht wahrnehmen kann, wie ich neulich die Gelegenheit hatte, dass Kunstwerk von IWW, Man in Cube, mit zu begleiten hier in Eisenach und dabei auf die Freiheit eines Christenmenschen zu weisen. Mitunter ist auch ein öffentliches Wort nötig, auch in politischer Dimension. Nächstenliebe verlangt Klarheit. Ich bin sehr dankbar, dass wir eine Kirche sind, in der dieses Wort so eine klare Struktur gewonnen hat und nachhaltig ist. Einen letzten Gedanken möchte ich noch äußern zum Leitungsdienst. Hier möchte ich anknüpfen an dem, was der Bruder Hackball uns so schön vor Augen geführt hat, den erfrorenen Konvent. Und da ist mir wichtig zu sehen, dass wir in einer Gemeinschaft stehen von Geschwistern mit hoher Individualität, persönlicher Qualifikation und theologischer Profession. Ein jeder Superintendent hat da etwas sehr Starkes, auch die Schulbeauftragte. Wir finden zusammen unter Gottes Wort in Bibelarbeit, Andacht und Gebet. Wir berichten von unseren Kirchenkreisen aus Schule und Landeskirche. Wir lernen aufeinander zu hören, einander anzunehmen, Rat zu suchen, gemeinsame Wege zu gehen, auch Verschiedenheit und Kontroversen auszuhalten. So wächst Freude tatsächlich auf eine nächste Begegnung. Leider ist die jetzt mehr digital, aber wir haben vergangenen Sommer eine günstige Gelegenheit beim Schopf gepackt und haben auch wieder mal miteinander gegessen in der Sonne bei den drei Gleichen. Und der Glaube war es auch so, dass wir da miteinander gelacht haben. Wir waren jedenfalls zum Lachen und fröhlich sein. Kompetenzen anderer wertzuschätzen. Das macht es auch in dieser Kirche aus, dass wir leiten und darauf uns verlassen können, dass andere da sind mit starken Kompetenzen, eine hohe Professionalität auch bei den Ehrenamtlichen. Und das macht es mitunter auch sehr leicht. Bei allem bleibt das Beten. Und ich erlebe eine frömmere Kirche, als ich sie am Anfang wahrgenommen habe meines Dienstes. Jedenfalls ist meine Wahrnehmung so. Vielleicht habe ich auch damals vieles nicht gesehen, was ich heute sehe.
aber ich fühle mich sehr geborgen in dieser Frömmigkeit unserer Kirche, in der gemeinsamen Suche nach der Stimme Gottes. Und das ist wohl die stärkste Herausforderung, die wir haben. Sie weist uns aneinander im gesamtkirchlichen Diskurs. Ohne die Gemeinschaft miteinander im Bischofskonvent, in den Beratungen, im Kollegium, auch im Ephorenkonvent, in den Gemeinden, ist dieses nicht zu leisten, nicht zu realisieren. Natürlich brauchen wir auch die wissenschaftliche Theologie. Ein letztes Aufeinander, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Hier in Eisenach, und ich lebe hier unterhalb des Flugensberges, des früheren Bischofssitzes, wo ein Bischof Sasse gesessen hat, der bejubelt hat, dass nun Luthers Vermächtnis erfüllt wurde, als 1938 die Synagogen brannten und hier das Institut zur Erforschung und Beseitigung des jüdischen Einflusses auf das deutsche kirchliche Leben begründet worden ist, 1939. Und wir haben diese Zeit ins Auge gefasst, mit vielen gemeinsam einen Weg beschritten und konnten eine Stele errichten, ein Denkmal, das uns an diese bittere Geschichte erinnert und wir Buße tun konnten. Ebenso wie wir auch in Reinhardsbrunn eine Stele errichten konnten für die dort getöteten Täufer, ermordeten Täufer. Und ich will auch daran erinnern, dass wir jetzt in einer Dekade leben, 500 Jahre Täuferbewegung. Und ich will auch erinnern, dass wir miteinander auf dem Weg waren, das Bußwort zu entwickeln und daraus unsere Lehren zu ziehen. Tatsächlich, so möchte ich schließen, wir brauchen viel Demut und Sanftmut, um miteinander auf dem Weg zu bleiben, auch in dem, was uns jetzt im politischen Diskurs beschäftigt. Und wenn Menschen miteinander in den Streit geraten, auch über diese Fragen, dann brauchen wir das offene und ehrlich aufeinander zugehen und müssen uns in Konfliktfähigkeit und Kritikfähigkeit üben. Jesus lehrt seine Jünger Barmherzigkeit aus der Barmherzigkeit Gottes, großmütiges Vergeben aus der Vergebung Gottes. Als Gemeinde Jesu stehen wir in seiner Nachfolge. Dankeschön.